Ja, hallo Sarah. Hier sind wir in der Metropole Campaniens in Mittelitalien in Neapel. Eine super Stadt und bestimmt eine Reise wert. Goethe sagte ja schon, Neapel sehen und sterben, das nehmen wir jetzt nicht wörtlich, sondern eher das Gegenteil. Mhm. Leben und leben lassen in dieser herrlichen Stadt. Neapel, die schöne Stadt am gleichnamigen Golf mit den Highlights rund um die Piazza Plebiscito in Santa Lucia oder Chiaia. Die Stadt ist wirklich sehr schön, aber schau dir mal diesen Verkehr an. Ja, ja, schon ein bisschen heavy, nicht? Habt ihr so eine kleine Idee, so eine leichte Auszeit wäre doch was Feines, oder? Erst mal was anderes sehen. Ja, lass dich überraschen. Okay, habt mach ich so gerne. Eine Idee. Ah, schön, freue ich mich drauf. Erstes Ausflugsziel für 17 Euro vom Hafen Neapel nach Capri mit der Personenfähre ab der Mole Beverello. Das Schiff fährt unterhalb des Vesuves weit in den Golf von Neapel hinein, bis nach einer Stunde die Marina Grande, der Fährhafen von Capri, erreicht ist. Nach der Landung im Hafen geht es bequem mit der Zahnradbahn zur weltberühmten Piazzetta in der Oberstadt von Marina Grande. Diese Piazzetta ist das Herz und die Bühne Capris. Mit all ihren Hauptdarstellern. Umgeben von den Kulissen der Top-Restaurants, teuren Modelabels und edlen Eiscafés. Mit dem leckeren Eis gibt's was für die Nase. Die schönsten Gerüche Capris zum Mitnehmen als aromatische Seifen, Wässerchen oder Cremes. Wer will, kann hier sogar seine eigene Duftnote kreieren aus dem großen Pflanzengarten der Insel. Unser Tipp für Aktive: an der Südseite Capris herunterwandern über die historische Via Krupp zur Piccola Marina. Dieser über 1,3 Kilometer lange Serpentinenweg wurde 1902 vom deutschen Industriellen und Capri-Fan Friedrich Alfred Krupp bezahlt und in den Steilhang des Monte Castiglione gehauen. Es ist einer der ruhigsten und schönsten Panoramawege überhaupt mit Blick aufs tiefblaue Meer und den markanten Sirenenfelsen, bis dann endlich die hübsche Piccola Marina als Schlusspunkt des Capri-Ausfluges erreicht wird. Es geht zurück aufs Festland nach Neapel und Sarah bekommt auch sofort Tipps von Davide, einem echten Neapolitaner aus Stuttgart. Das Beste von Neapel, so wie jeder kennt, ist halt die Pizza. Ja. Das muss man unbedingt essen. Und was ist die beste, die Margherita-Pizza oder verschiedene? Die beste ist die Margherita mit Mozzarella und Basilikum. Mm, ein Insider, bitte. Nenn mir doch Insider, mal so ein paar Insider, Sachen über Insider. Neapel, wo man unbedingt hingehen soll. Das ist keine Stadt, wo du Party machen kannst, so wie wir halt kennen als Jugendliche. Ja, sondern auch, wo man relaxt. Richtig, richtig. Einfach rauszugehen, kann. Einfach mit den Leuten zusammen zu sein, einfach mitten auf der Straße mit den Leuten zu reden und Spaß zu haben. Aber erst einmal heißt es, Impressionen zu sammeln, wie im Inn-Café Gambrinos, der klassizistischen Kirche San Francesco di Paola, dem königlichen Palast, heute Museum und Nationalbibliothek. Oder nebenan in der fast 125 Jahre alten Galleria Umberto. Dort kommen Sarah und ihre Shoppingführerin Diva nur so ins Staunen. Mit einer Kuppelhöhe von 57 Metern ist die Galleria wortwörtlich ein echtes Highlight unter den Shoppingzentren. Vorwärts kommen trotz Verkehrschaos für Sarah kein Problem. Forsch und flott lässt sie sich auf der unvermeidlichen Kultvespa durch das vielfach besungene Hafenviertel Santa Lucia fahren. Es ist Abend geworden und der Hunger meldet sich. Ach, schau mal, da ist ja das Brandi, die Pizzeria, von dem uns Davide erzählt hat. Genau. Wollen wir hin? Ja. Essen? Mangiare? Mangiare, prima. Folklore satt. Noch vor dem Essen gibt's hier in der engen Seitengasse der Via Chiaia Vorspeisen für Augen und Ohren. Seit 1780 gibt es diesen wohl ältesten Pizzaladen mit einer ganz außergewöhnlichen Geschichte, die man nur erfährt, wenn der Wirt Duardo einen persönlich bedient. Una pizza margherita, per favore. Una pizza margherita. Sì. Kurz erklärt, die Pizza Margherita ist seit über 120 Jahren Tradition, denn
Die Königin Margarete aus Savoyen hat eine Pizza bestellt bei ihm. Das war vorher ein ganz armer Laden. Dann haben sie die gemacht, sind, oh, für die Königin. Und dann haben sie italienischen Farben grün, weiß und rot belegt. Roti Pomodori, also die Tomaten, weiß der Mozzarella-Käse und grün das Basilikum drauf. Und so muss sie immer noch sein. Und sie ist als ehemalige Arme-Leute-Speise im Handumdrehen bei bis 500 Grad im Holzofen fertig. Buon appetito, carissima. Am nächsten Tag Abfahrt nach Pompeji und für 11 Euro Eintritt in die Römerzeit. Vor fast 2000 Jahren war diese Stadt bei einem Ausbruch des Vesuves verschüttet worden. Die ausgegrabenen Ruinen vermitteln noch heute ein eindrucksvolles Alltagsbild dieser beliebten Stadt am Golf von Neapel mit ihren damals 10.000 Einwohnern. Zurück ins quirlige Leben, zum Abschluss eine Traumfahrt knapp 50 Kilometer über die berühmte Amalfitana, einer der schönsten Panoramastraßen der Welt an der Südseite der Halbinsel von Sorrent. Ist das sehr schön. Es ist schön, es ist einfach wunderschön sogar. Toll. Ich kann dir nur sagen, das ist die Amalfitana, die Küste überhaupt, mit diesen kleinen Perlen. Wir fahren ja von hier aus nicht nur nach Amalfi, wo wir gerade sind, geht ja weiter nach Positano, dann über den Rücken hinweg nach Sorrent. Ah. Ja, da kann man Capri wieder sehen. Aber auch hier in der Zitronenstadt Amalfi reihen sich Bilder aneinander wie gemalt. Zeit für eine kleine Pause in der romantischen Kulisse an der Treppe zum Dom Sant'Andrea. Mit kühler Gratiserfrischung am barocken Stadtbrunnen. Oder aber verführt durch den sauren, aber typischen, hochprozentigen Leib- und Magenlikör Limoncello. Und was wäre der Sonnenuntergang in Sorrent ohne den Kitschkönig des Schlagers? Bei Capri die rote Sonne mehr versieht, und vom Himmel